Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man Stahl mit Feuer färbt. Ich habe herausgefunden, dass die Schmiede früher kein Thermometer hatten, sondern die Temperatur nach der Farbe der Oxidation sehen konnten. Und das hat mich sehr interessiert und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einmal ein Video darüber, wie sich Stahl verfärbt und bei welcher Temperatur. Um das zu machen, habe ich mir ein kleines Spielzeug gekauft, das ich euch gleich zeigen werde. Ich glaube, das ist der Traum von jedem Heimwerker. Das ist eine Thermokamera, die praktisch die Temperaturen, je nachdem, entweder mit verschiedenen Farben zeigt oder mit Grautönen. Ich habe das jetzt mit Grautönen eingestellt, weil das mir mehr gefällt. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, aber hier stehen die Höchsttemperatur, die niedrigste Temperatur und die Temperatur in der Mitte des Bildschirms. Also sehr, sehr interessant, dieses Objekt. Natürlich brauchen wir auch eine Hitzequelle und in diesem Fall benötige ich einen ganz normalen Bunsenbrenner und das sollte komplett ausreichen. Ich spanne jetzt ein Stück Stahl in die Drehmaschine und während es sich langsam dreht, werden wir das Stück erhitzen. Und je nachdem, welche Temperatur wir erreichen werden, werdet ihr sehen, dass sich der Stahl mit einer anderen Farbe verfärbt. Schauen wir uns an, was passiert. Thank you.